Hallo und herzlich willkommen auf Gerelda.de, wo wir uns nun eine weitere vollständige Induktion anschauen. Und zwar geht es diesmal um Ungleichungen. Das Lösen von Ungleichungen ist natürlich entsprechend schwieriger als das Lösen von Gleichungen in Produktform oder in Summenform. Aber wir kommen dennoch zu einer befriedigenden Lösung. Allerdings müssen wir da ein paar mathematische Tricks anwenden. Die Ungleichung, die wir lösen wollen, ist, dass wir 2 hoch n größer n Quadrat haben für alle n größer gleich 5. Nun, der Induktionsanfang ist damit mit dieser Restriktion schon gegeben. Das heißt, n gleich 5 ist unser Induktionsanfang. 2 hoch n, 2 hoch 5, entspricht 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, das ist 32. Und das soll größer sein als n Quadrat. N Quadrat, 5 ins Quadrat, 25. 32 ist größer 25, also gilt. Der nächste Punkt ist natürlich der Induktionsschritt, wie immer. Wo die Induktionsannahme, dass wir annehmen, dass wir ein beliebiges, aber festes n, unsere Behauptung gilt. Das heißt, die Behauptung 2 hoch n größer n Quadrat für n größer gleich 5. So, nachdem wir das angenommen haben, müssen wir den n plus 1 Schritt beweisen. Das heißt, dann sollte die Behauptung auch für n plus 1 gelten. Schreibe die Behauptung für n plus 1 auf. Das ist 2 hoch n plus 1 größer als in Klammern n plus 1 ins Quadrat für n größer gleich 5. Das müssen wir zeigen. Nun machen wir uns da dran. 2 hoch n plus 1, da können wir mit Hilfe des Potenzgesetzes das auseinanderrufen, ist 2 hoch n mal 2 hoch 1. Und nun können wir die Induktionsannahme benutzen. Wir wissen ja, 2 hoch n ist größer n Quadrat. Das heißt, wir können dieses 2 hoch n ersetzen mit n Quadrat. Und dieses Ungleichheitszeichen benutzen wir als Versengleichheitszeichen. Das heißt, wenn wir 2 n Quadrat stehen. Nun, wir wollen jetzt zeigen, dass dieses 2n Quadrat letztendlich größer ist als dieses n plus 1 in Klammern zum Quadrat. Dafür schreiben wir das hier mal um. N plus 1 Quadrat ist natürlich nach binomischer Formel n Quadrat plus 2n plus 1. Nun, das heißt, zu zeigen ist jetzt letztendlich, dass 2n Quadrat größer ist als n Quadrat plus 2n plus 1. Nun, hier kann ich wiederum, als wenn wir das wie ein Gleichheitszeichen behandeln, ein bisschen vereinfachen. Das heißt, ich mache das hier n Quadrat hier rüber. Das heißt minus n Quadrat, das heißt entsprechend n Quadrat größer als 2n plus 1. Das heißt, wir müssen noch als Rest zeigen, dass n Quadrat größer ist als 2n plus 1 für n größer gleich 5. Das ist relativ leicht ersichtlich. Wenn wir zum Beispiel 5 einsetzen, hätten wir hier 10 plus 1 ist 11. Hier hätten wir 25 und das 25 größer 11 ist klar. Wenn wir jetzt zum Beispiel 6 einsetzen würden, hätten wir 13 und hier ist kleiner als 36, das ist wiederum auch klar, das schießt uns davon. Allerdings ist das noch kein mathematischer Beweis, auch wenn es so ersichtlich ist. Das müssen wir letztendlich auch wiederum über eine vollständige Induktion beweisen. Und das wäre die Aufgabe, die ich an euch stellen würde, dass ihr diese Ungleichung mit Hilfe einer vollständigen Induktion löst. Danke.